Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask und Ocarina of Time Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir haben im letzten Part tatsächlich ein paar schöne Sachen gefunden. Vor allem Herzteile und Skulltees und die Bombenmaske, was auch richtig geil ist. Da habe ich mich richtig drüber gefreut, dass wir jetzt endlich maximale Sprengkraft hier haben. Bomben zu haben ist dann nochmal ein extra Punkt, sage ich mal. Ein extra Bonuspunkt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Start und ein Anfang. Die Frage ist halt... Ach so, warte mal. Was ist denn eigentlich, wenn ich mir jetzt mal so ein paar Käfer mitnehme? Weil... Bekommt man hier random eigentlich Zeug, wenn man die in so Löcher tut, in so Erbsenlöcher? Das würde ich gerne mal herausfinden, tatsächlich. Ich mache das mal ganz kurz. Interessiert mich jetzt mal. Weil wir haben ja draußen ganz viele Erbsenlöcher. Und ich möchte mal gerne wissen, was passiert, wenn ich da einfach mal Käfer reinschmeiß. Ist auch ziemlich eklig, dass hier mitten im Hotel einfach so Käfer sind. Das ist irgendwie ein bisschen erschreckend, sag ich mal. Oder? Ich weiß ja nicht, ob ich das geil finden würde, wenn jetzt in meinem Hotel hier irgendwelche Käfer rumkrabbeln. Aber die Musik ist gut. Wollte eigentlich zweimal mitnehmen, aber scheinbar haben wir aktuell nur einmal. Okay, und auf jeden Fall machen wir dann das zweite Deku-Spiel noch hinterher. Freue ich mich auch schon drauf. So. Und man hat hier doch an den Wänden... Vielleicht soll ich das jetzt erstmal hier in der Nähe machen, weil es geht ja gleich weiter mit dem Deku-Spiel. Wir machen erstmal das Deku-Spiel. Danach können wir in aller Ruhe die Wände abklappern. Und ich würde einfach mal hier jetzt einen Spielstand machen. Und wir landen mal am zweiten Tag. Ich hätte noch reinhüpfen müssen. Das war gerade doof von mir. Ich lande jetzt wieder am Eingang von der Tür, oder? Oder bin ich noch da oben? Ach, perfekt. I wish you a Merry Christmas. I love it. Okay, Leute. Die nächste Runde startet. Ich mache hier auch nochmal einen Save Point. Hier ist ein bisschen herber. Doch, hat 10 Rubine gekostet. Ich hätte mich schon gewundert. Aber man kriegt auch die 10 Rubine wieder, wenn man es schafft, scheinbar. Okay, wollen wir mal. Boah, ich dachte schon, das war's. Ich hatte jetzt echt schon kurz Ängste, dass es das war. Oh Gott. Link, was machst du? Also, ich weiß nicht, warum er jetzt einen Rückwärtsgang eingelegt hat gerade. Hallo? Ich würde gerne nochmal. Ihr wollt doch mein Geld haben. Ich kenne euch doch, ihr gierigen Dekus. Das war jetzt richtig doof. Ich finde, die erste Blume ist immer am schwierigsten. So, und zack. So, dann würde ich mir tatsächlich den blauen da mal holen. Sehr schön. Und dann gehen wir hier hin. Scheiße, jetzt bin ich wieder in diesem Rückwärtsgang-Modus. Warum? Ich verstehe das nicht. Was mache ich denn da? Was passiert da eigentlich, Leute? Wie bad. Okay, noch eine Runde. Ich verplemper gerade viel Zeit. Das ist eklig. Und noch eine Runde. Ba, ba, bam, bam. Mann, das erste hat so gut geklappt. Was ist denn jetzt los? Mann, konzentrier dich doch mal. Wie viel Geld haben wir noch? Einmal haben wir noch. Wenn nicht, muss ich den Spielstand laden. Komm hier, red mit mir. Ba, ba, bom, 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 bom. Die ganze Zeit
Sind wir hier so... Es sieht immer so knapp aus, ne? Das ist so ultra krank, wie knapp das aussieht. So, hier ist doch eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit, wenn man den so entgegenspringt, sage ich mal. Und dann mache ich den hier gleich auch noch mit. So, dann haben wir nämlich die zwei schon mal. Jetzt mache ich hier den blauen noch. Jawohl. Auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld. Jetzt fehlen hier drinnen auch nur noch die mittleren Parts. Die eigentlich auch nicht so schwierig sein sollten. Geil. Wie viel Zeit hatte ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es geschafft, oder? Ja. New Record. Take this. Ah, leider nur Geld bekommen. Okay. Aber hey, bisschen Geld ist auch nicht schlecht. Wir haben zwar ein bisschen was verzockt, aber wir haben zumindest den zweiten Tag damit auch geschafft. Jetzt fehlt nur noch einer. So, die Frage ist, was macht man jetzt an unserem heutigen Tag? Ich würde erstmal kurz zu Carfeist Fluster gehen, weil ich habe immer noch die Theorie, dass da vielleicht Rubine ankommen, die auch randomized sein könnten. Das wäre ganz toll. Da würde ich mich echt freuen. Ne, wenn da einfach mal eine Maske oder so rumliegt. Oder vielleicht tatsächlich was... Ups, jetzt wollte ich... Da wollte ich gar nicht lang. Oder tatsächlich was, wo vielleicht, mal was für Ocarina of Time wieder dabei ist. In Ocarina of Time sind wir halt schon so gut, ne? So, hier kommen doch irgendwann Rubine angeschwommen. Aber jetzt halt immer... Doch, da ist ein Skuldi-Symbol. Aber das sind ein paar mehr Rubine. Okay, jetzt ist auf jeden Fall random. Ich sollte in der Nacht nochmal herkommen. Da könnten wir was abstauben. Es müssten zwei Sachen sein. Ich glaube, es sind zweimal Zwacken. Zweimal ein Zwacken. Okay, was noch? Was können wir noch machen? Wir haben jetzt halt sehr viel Zeit aktuell. Was war denn hier drin? Mal noch ein bisschen erkunden. Ihr merkt ja doch... Oh. Brauchen wir dafür irgendwas? Ja, okay, wir brauchen eine Bombentasche. Wir brauchen eine Bombentasche, wir brauchen einen Bogenschießsack. Wir erinnern uns. Hier drinne? Ja, das bringt mir auch nichts. Da brauche ich außerdem das Eisformular, sage ich mal. Aber bei dem kann man doch was kaufen, oder? Warte mal. Bei dem kann man doch einkaufen. Oder sehe ich das falsch? Ah. Aber ich muss ein Sora sein, sonst... Oder kann ich nur... Warte mal, kann man als Deku-Care bei dem einkaufen oder als Sora mit dem handeln? Okay. Er will einfach, dass wir ein Sora sind. Verstehe. Schade. Was könnte man noch machen? Ich habe gerade noch die Idee, ich könnte ja mal da oben in den... in das Ding reinspringen. In diesen Korb. So, und könnte ja mal hier die Bombenmaske usen. Weil normalerweise sollst du ja hier eine Bombe reinwerfen. Und dann kommen da, glaube ich, auch Sachen raus. Okay, sind aber nur Rubine. Schade. Hätte ja sein können, dass was Random-mäßiges rauskommt, oder? Ich finde, das war jetzt gar keine so schlechte Idee. Okay. Dann hätten wir das auch. Was können wir noch machen, Leute? Wir waren auch noch nicht auf der Lon Lon Farm. Da können wir ja auch am dritten Tag theoretisch hin, aber was kannst du da machen? Kann man nichts machen, oder? Aktuell. Ich meine, theoretisch brauchst du da die Maske des
Wie heißt denn das Ding? Stadtmusikanten oder so? Ich glaube, sonst passiert da nichts. Hilfe. Bam, 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 bam. Ich will trotzdem mal gucken, ob ich vielleicht Tingle mit der Bombenmaske irgendwie von seinem Ballon runterholen kann. Aber ich glaube, der schwebt zu hoch. Naja. Hier ist auch eine Fee. Der schwebt zu hoch, der Tingle. Das klappt nicht. Mann, ich brauche irgendwas, womit ich schießen kann, ne? Das ist unglaublich nervig. Okay, warte mal. Ich habe ja noch die Gorman-Brüder. Vielleicht verkaufen die mir irgendwas Schönes. Auch eine ganz tolle Musik. Oder brauche ich da eine Maske für, damit die mir was verkaufen? Nee, oder? Nee, guck mal. Frische Milch. Okay, 50 Rubine für Majora's Mask Milk. Aber ist es wirklich ernst gemeint? Ist es wirklich Majora's Mask Milk? Man muss ausprobieren. Es ist schon das gemeint, was da steht, oder? Wäre schon gemein, wenn es was anderes wäre. Was war denn das für Musik? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. I wish you a Merry Christmas. Und was war das hier? Ich habe jetzt nicht geguckt. Mega Man, ah. Ja, Leute, aktuell sind wir halt echt an so einem Punkt angelangt, ne, wo wir nicht so richtig klarkommen. Wir haben jetzt halt noch den Sansong in Ocarina of Time. Ich werde jetzt, glaube ich, nochmal so ein bisschen die Löcher ausbuddeln, ausgraben, überall mal reinhüppen. Das ist der hässliche Vogel. Überall mal gucken. Guck mal, da ist er doch. Geil. Hä? Was für ein Luck einfach. Das hatte ich die ganze Zeit gesucht mit dem Sansong. Die ganze Zeit gesucht ist auch übertrieben. War jetzt halt Glück, dass wir es auf Anhieb gefunden haben. Geil. 10 Rubine minus. Danke. Spiel. Was kannst du noch mit dem Sansong machen? Also ich glaube, man kann damit auch Feen beschwören. An bestimmten Orten. Wofür sind die Blume hier eigentlich da? Wo kann ich denn da hinfliegen mit? Keine Ahnung, aber ich kann wahnsinnig hochfliegen. Ist ja unfassbar. Oh Gott. So, die Truhe ist auch offen. Ich checke jetzt auf jeden Fall gerade nochmal die ganzen Löcher aus. Ob es da noch irgendwas gab, wo ich sage, ah ja, jetzt kann ich da vielleicht irgendwas tun. Aber ich glaube eher nicht. Sonst hätte ich mir das wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund aufbewahrt. Mir fehlt halt so ein bisschen eine Fernkampfwaffe auch, ne? In Majora's Mask. Das ist, glaube ich, so ein Hauptding aktuell. Weil dann könnte ich auf jeden Fall schon mal die ganzen... Pa, 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 pa. Viele Punkte abarbeiten, sage ich mal. Warte mal, hier war doch ein Loch. Okay. Ja, ich denke halt, Entschuldigung, denke halt, wir sollten dann wirklich auch nochmal zu den Deku-Kerlen gehen. Vielleicht hätten wir das jetzt schon lange machen sollen, aber ich will halt auch nicht verpassen jetzt den dritten Tag nochmal, ne, den dritten Rhythmus. Das wäre auch doof. Ist auch nochmal schön Kohle. Ich werde mir auf jeden Fall noch für 50 Rubine... das eine Token kaufen im Laden, weil dann ist der Laden auch schon mal abgeschlossen. Und ihr hattet auch schon geschrieben, ich soll mir auf jeden Fall merken, dass da auch eine Red Potion zu kaufen ist. Für 150 Rubine ist zwar echt teuer, aber ich denke, als schnelle Variante ist es das wert. Die Frage ist halt, es gibt ja auch... Ist gleich Nacht.
Wir müssen gleich mal zu Carfy. Als schnelle Variante gibt es vielleicht auch noch in Ocarina of Time den Feenbrunnen. Vielleicht ist da auch wieder eine Fee drin. Eine Red Potion. Überall nichts los hier. So, in diesen Brunnen sind doch normalerweise auch Sachen drin. Fünf Rubine, Wahnsinn. Waren wir da unten schon am Strand eigentlich in dem Loch drin? Kann ich mich jetzt gerade gar nicht dran erinnern, dass wir da schon mal drin waren. Okay, auch fünf Rubine. Sonst nichts Besonderes. So, es gibt ja hier am Strand auch... Ich habe gerade noch eine andere Idee. Ich weiß aber nicht, ob die klappt. Die versuchen wir gleich mal. So, jetzt gehen wir auch gleich nochmal zu Carfys Haus. War ich hier schon mal drinne? I'm not sure. Ah, nee, hier waren wir noch nicht drinne. Aber es gibt auch nicht so wirklich krasse Sachen. Ist auf jeden Fall auch Ocarina of Time. Aua. Aber da gibt es eine Red Potion. Ich habe immer noch keine Flasche übrigens. So, 20. Skulltula-Token. Ja, das war für Ocarina of Time. Auch nicht schlecht. 21. So, ist die Red Potion für Majora's Mask? Keine Ahnung. Blaues Feuer. Keine Ahnung, ich sammle einfach mal alles ein. Let's go. Was soll der Geiz, ne? Außerdem Minus-Rubin, den werde ich nicht einsammeln. Ja, wir waren ja noch nicht drin, aber wir haben trotzdem nichts bekommen. Ist doch super, oder? Freut man sich doch. Gibt es hier noch was? Nö. Naja. Schade. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben tatsächlich eine Red Potion bekommen. Ha, ist das geil. Gut, ich habe nämlich noch eine Idee. Warte mal, wenn ich jetzt mir hier die Maske der grimmigen Gottheit aufsetze, ne? Bin ich dann groß genug, dass ich mir die Schatzkiste aufmachen kann? Leider nicht. Hätte ja sein können, oder? Hätte ja sein können, dass das funktioniert. Hat's aber nicht. Okay. Was können wir noch machen? Geld holen. Wir gehen jetzt Geld holen am Fluss. Alles solche Punkte. Ah, die Zeit, ne? Die Zeit vom Part rennt schon wieder. Ist gleich rum. Schade. Schade, schade, schade. Wir haben auch eine Red Potion, Leute. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Was ist denn mit mir? Ich laufe immer in die falsche Richtung. Ich würde aber sagen, wir gehen vielleicht doch nochmal in den Sumpf. Im nächsten Part. Nutzen einfach die restliche Zeit aus. So, Sinn. Ja, Alter. Boah, volle Bulle, Alter. Ihr got das Swamp Skulltula Token. Die Katen Maske. Oh, die Fragen auf Englisch beantworten. Das wird auch ganz lustig. Zack. Und der Enterhaken, Leute. Oh, das tut so gut. Oh, das ist ein gutes Ende vom Part. Alter. Vor allem, das hätten wir auch schon die ganze Zeit haben können, das Zeug, ne? Das ist ja. Boah. Die ganze Zeit hätten wir es schon haben können. Wahnsinn. Hookshot. Ah ne, ist der Enterhaken, warte mal. Das ist ja gar nicht der Hookshot von Majora's Mask, das ist der Enterhaken. Was mache ich denn jetzt mit dem Enterhaken? Ich kann in den Waldtempel reingehen. Falls das möglich ist. Also das war jetzt auch gut. Und Katen Maske, da können wir jetzt halt an ein paar Orten verschiedene Fragen beantworten. Boah, ich, ja, komm, das machen wir noch bei einem Busch. Es gibt nur zwei Büsche, oder? Die sich bewegen. Da müsst ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen. Aber ich glaube, wir haben nur zwei Orte, wo wir Katen heraufbeschwören können.
Ansonsten helft ihr mir da gerne nochmal. Ha, ist ja cool. So. What is the name of the song that Romani, the girl at the ranch, teaches you? Das ist ja easy. Eponas Song. Wie viele Fragen muss ich beantworten? 3. Is Tingle the Mapmaker left hand or right? Der ist Linkshänder. Ah ne, der kann beides, ne? Shit, nein. Ich glaube, der war Linkshänder. Okay, ja, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, Leute. Okay, ich habe noch eine Frage, die ich mir gerade stelle. Die möchte ich mir gerne noch beantworten. Und zwar möchte ich gerne wissen, ob ich als junger Link bei Ocarina of Time jetzt noch den Hookshot verwenden kann. Deswegen, ich gehe nochmal ganz kurz zurück nach Ocarina of Time. Und will mal gucken. Jo, wir können den Hookshot verwenden, Alter. Das heißt, wir können in den Waldtempel, Leute. Wir könnten theoretisch jetzt in den Waldtempel rein. Frage ist, möchte ich das? Oder möchte ich jetzt erstmal noch Majora's Mask abschließen? Das ist halt, weil wir haben gerade halt so offene Punkte, ne? So, das Loch zumindest auf dem Deku, auf dem Turm. Ich glaube, das möchte ich gerne noch machen, bevor wir dann in Ocarina of Time weitermachen. Und dann können wir da weitermachen. Ich denke, das ist ganz schlau so. Okay, Leute, das war's auf jeden Fall von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Tschüss!